So, endlich geht's wieder los mit den Fahrrädern. Seit langer Zeit unsere erste Fahrradtour geplant. Und wir haben euch einiges zu berichten. Gleich nach dem Intro geht's los. Es gibt Veränderungen, es gibt einen Umzug, es gibt Planungen und es gibt dann noch einen schönen Ausflug. Ob der noch schön wird, das werden wir dann noch sehen. Wir wissen es selber noch nicht. Ja. So, hallo zusammen. Hallo. Hallo. Also wie ihr seht, wir sind wieder mal unterwegs. Und zwar sind wir in der Nähe von Pforzheim und das nicht ohne Grund, denn bei Pforzheim ist die Firma Tenhaft. Genau, unser Konzernunternehmen. Und die haben wir uns nämlich leicht beschädigt am Campingplatz in Elba. Ja. Da waren die Büsche und dann hat die einmal die funktioniert. Bäume, diese Platane, die waren ja sehr niedrig und vermutlich haben wir uns da eine kleine Beschädigung reingefahren. Genau, und dann macht es auch nichts, dann kann man mal zum Service hinschauen. Wir haben jetzt einen Termin vereinbart bei der Firma Tenhaft und ab und zu kam eine Fehlermeldung, dann ist sie wieder nicht mehr eingefahren, dann muss sie ein bisschen reindrücken, dann ist sie automatisch eingefahren, also riesige Probleme haben wir nicht gehabt, aber bevor ein riesiges Problem entsteht, lassen wir uns das einmal lieber anschauen. Ja, und es war auch sowieso immer dann ein bisschen so ein ungutes Gefühl, weil wir nie wussten, geht jetzt die Sattschüssel wieder runter oder bleibt die womöglich da oben stehen? Also wir haben einen Termin bei der Firma Tenhaft und das verbinden wir natürlich mit einem Ausflug. Mhm. Und da wollen wir gleich eine Fahrradtour unternehmen. Aber vorher möchten wir euch noch auf was anderes hinweisen. Unsere RSM-Bikes, die kennt ihr ja alle oder viele, zumindest viele haben sich ja auch welche zugelegt. Ja. Wir haben uns zwei neue bestellt, die aber vermutlich nicht so ganz in Gustl passt, aber das ist ein ganz anderes Thema. Die Firma RSM, da gibt es große Veränderungen. Jawohl. Und über die würden wir gerne am 10. August, wenn die Neueröffnung der Firma stattfindet in Neuried, wir blenden alles ein. Das ist ein Sommerfest dann auch zugleich. Genau. Also ihr könnt alle kommen. Wir sind zum Beispiel da. Da sind Wohnmobilstellplätze und es sind alle herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Da könnt ihr alle Fahrräder von RSM bestaunen und auch Probe fahren. Und es sind sogar wohl 23 Wohnmobilstellplätze da. Ja, aber die sind noch nicht so richtig fertig, was wir mitbekommen haben. Versorgung ist nicht da. Zum Stehen geht's. Und wir würden uns freuen, wenn ihr kommt, dann haben wir ein bisschen Gesprächsstoff auch den ganzen Tag. Sonst muss ich so viel Bockwürste essen, ja, dass ich dann die Kilos, die ich mir jetzt letztendlich immer ein bisschen abgehungert habe, ja, oder abtrainiert habe, dass ich die dann wieder drauf habe. Mhm. Gell, Musi? Ja, genau. Also, am 10. August schreibt es euch rein bei Neuried. Das ist bei Kehl, etwas südlich von Kehl. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns da treffen würdet und die Firma RSM oder jetzt ASW besucht. Ja, vielleicht sieht man sich. Genau. So, das war jetzt das eine Anliegen. Ja. Und das nächste geht es dann mit den Fahrrädern los. Genau. Wenn ich nicht immer so ratlos wäre. Nicht ratlos, sondern ratlos. Also, wir wollten eigentlich jetzt mit dem Fahrrad zur Burgruine Löffelstelz. Die ist in Müllacker. Und da kann man aber zum Schluss nur noch zu Fuß laufen und da haben wir keine Lust. Außerdem ist die Ruine geschlossen. Und jetzt fahren wir nach Lobersheim, aber der will uns anders lotsen. Nein, wir wollen nicht nach Lobersheim. Nein, nach Feyingen an der Enz. Ja. Aber wir wollen über Lobersheim fahren. Wieso? Nein. Doch, an der Enz entlang. Wir sind uns in nichts einig. Also, jetzt gucken wir mal, wie wir einfach nach Feyingen an der Enz kommen. Das ist der Enz-Radweg übrigens. Der geht in beide Richtungen und endet in beide Richtungen in Feyingen-Enz. Das ist eine einmalige Besonderheit. Ah, okay. Also ein Stück fahren wir auf jeden Fall. Gell? Ach, mal schauen, wo wir rauskommen. Also weiter geht's. Hallo, das ist unsere erste Radtour seit dem Heli seiner Knieoperation. Wieso laufen wir da nicht, wenn ich jetzt ein neues Knie habe? Weil es uns zu steil ist und wir jetzt mit dem Fahrrad fahren.
Auf geht's. Also, da sind wir jetzt am Radweg an der Enz. Und wie gesagt, hier ist das Weltwunder, egal welche Richtung man fährt, man kommt immer wieder in Vaihingen an der Enz raus. Weltwunder, okay. Zumindest geht es uns so, vielleicht habt ihr eine bessere Lösung. Und wenn wir dann jetzt hier weg sind, dann haben wir ja schon gesagt, dann sind wir bei Ten Haft. Und nach Ten Haft sind wir dann bei RSM Bike in der Nähe von Kehl. Und dann fahren wir nach Düsseldorf. Jawohl, da freuen wir uns schon drauf. Wir haben unseren Parkplatz schon bekommen und die Akkreditierung auch. Also wir werden auf jeden Fall vom ersten Tag an bis Mitte der Woche, Mitte der ersten Woche dabei sein. So ungefähr. Ist ja nur eine Woche. Ja. Aber wir sind keine ganze Woche dort. Nein, aber wir werden bis zur Mitte der Woche da sein. Mhm. Und jetzt glaube ich, fahren wir mal weiter, weil sonst werden wir dann zusammenfahren. Wir stehen nämlich da auf einer wunderschönen Holzbrücke. Und dann haben wir gedacht, die zeigen wir euch und dann sagen wir gleich, wie es dann nach dem RSM-Bike am 10. August weitergeht. Mhm. Und jetzt musst du die Brücke aber auch erst noch zeigen. Muss ich die zeigen? Weil das du ist, hast gerade gesagt. Wollt ihr sie sehen? Und die Enz vielleicht einmal. Ich weiß, im Hintergrund hört er sie ja. So, das ist die Ursi. Ah! Das ist die Brücke. Und das ist die Enz. Und das sind unsere Bikes, mit denen wir jetzt weiterfahren. Genau. So, und schon nochmal eine kleine Trinkpause. Es ist nämlich ganz schön heiß, schwül. Wir haben, glaube ich, 28 Grad. Zum Glück knallt die Sonne nicht so runter. Ja, genau. Aber wenn wir am Caravan-Salon fertig sind, dann gibt es keine Pause. Mm-mm. Ja, wo sie trinkt und gibt Kommentare ab. Ja, wenn du immer so schnell redest. Ja, nach dem Caravan-Salon fahren wir nämlich nach Hamburg. Und da haben wir schon Karten für die Elbphilharmonie. Und fürs Miniaturwunderland. Also das ist unumstößlich, die Karten sind gekauft. Jawohl. Und wir haben eine Drehgenehmigung vom Miniaturwunderland. Da können wir ein paar Eindrücke zeigen. Das Einzige, was wir noch nicht wissen, ist, wie wir da übernachten und hinkommen. Aber das wird sich finden. Genau, Hamburg hat ja einige Stellplätze, glaube ich. Und das senden wir dann, sonst fahren wir irgendwo anders hin und Fahrrad mit öffentlicher rein. Ah ja, aber das ist alles noch. Alles noch weit weg. Genau. Jetzt machen wir erstmal Pause, wir wollen nach Vaihingen. Ja. Und natürlich, genau. Wenn ich auf mal Ussi höre, dann ist der Weg oft nicht richtig. Stimmt nicht. Wir werden sehen. Also ich sage, der Weg ist falsch, aber die Ussi sagt, der ist richtig. Mal sehen, wo wir rauskommen. Vielleicht sind wir bald wieder in Mühlager. Ja, irgendwann sind wir da auf jeden Fall. So, jetzt machen wir aber ein kleines Päuschen. Machen wir eine kleine Pause und dann geht's weiter. Lemberger Land. Lecker! Ja, also, Vaihingen in Sicht. Das ist das Schloss in Vaihingen. Also,
eins muss ich mal sagen, wer auch immer behauptet, dass die Ussi einen in die Irre führt, der täuscht sich da ganz gewaltig. Denn wir haben es geschafft und stehen direkt in Vaihingen am Marktplatz. Der Einzige, der eigentlich immer behauptet, dass ich nicht weiß, wie es lang geht, das bist eigentlich nur du. Wo? Oh. Und hier der Marktplatz, das ist hier eine riesen Sandbuddelkiste. Richtig nett für Kinder. Genau. Und für die Eltern auch. Die machen hier nämlich Picknick und solche Sachen. Aber Strandfeeling. Wir können uns nicht viel aufhalten, weil das Wetter nicht ganz so echt ausschaut. Und wir wollten noch trocken wieder zurückkommen. Und einige Kilometer nämlich noch vor uns. Ja, und ich lasse mich jetzt von der Ussi führen und schaue, ob ich daheim ankomme beim Wohnmobil. 100 pro kommen wir an. Dann fällt uns doch ein, bei den Störchen, wenn wir die Störche sehen, was machen wir nach Hamburg, wenn wir das alles geschafft haben? Dann wollen wir, und das haben wir schon gesagt, wenn bevor mein Knie repariert wurde, haben wir gesagt, das Erste, wenn das Knie repariert ist, machen wir eine... Wollen wir eine Wattwanderung machen? Genau. Wollen wir schon so lange, aber mit dem Knie war das immer blöd. Mit dem Knie war alles immer blöd, deshalb musste man ja so vieles verschieben. Ja, aber jetzt ist es ja repariert und... Jetzt wollen wir Wattwanderung machen und die machen wir auf jeden Fall. Denk auch. Man weiß ja nie, was alles ist, wenn es immer nur in Strömen regnet oder sonst irgendwas, dann fällt sowas natürlich flach. Aber wir haben es mal so geplant. Genau. Und wie es dann weitergeht, kommen wir gleich drauf. Okay. Ja, okay. Wir müssen weiter. Wir haben es eilig, wir müssen weiter. Ja, genau. Die Sonne scheint und wir haben es eilig. Wieso flüchten die von mir? Ich mag gar keine Storchensuppe. Ja, man kann sich anschleichen, wie man will, obwohl der Helle und Schleicher passt nicht ganz. Aber die Störche haben einfach Kehrt gemacht. Muss ich damit sagen, dass ich nicht so graziös laufe wie Sie? Genau so ist es. Kurven sind ganz schön anstrengend oder eng oder ja, etwas mit Vorsicht zu fahren. Und was machen wir, wenn wir mit dem Bad fertig sind? Dann geht's vermutlich nach Freiburg auf die Caravan Live. Wenn wir es schaffen. Ja, das ist noch nicht so hundertprozentig sicher, aber unsere Freunde Claudia und Bernd von der Firma Remectro, die sind da auch wieder mit dem Stand vertreten und ich denke, wir kommen da auch hin. Zumal wir immer gerne nach Freiburg fahren. Ja, ist so klein und beschaulich. Eine kleine feine Messe. Ja, genau. Und übrigens, ja, wir treffen uns hier ja auch mit Claudia und Bernd, denn ihr wisst ja, die Firma Remectro, die ist in Mühlacker. Und die machen die Garageneinbauten, haben wir ja schon mehrere Videos davon gedreht. Ja. Und wenn man zu Ten Hag fährt, dann kann man sich auch bei der Firma Remectro gleich ein Heckgaragenregal einbauen lassen. Ja, oder eine sonstige Innovation, die bieten wir an. Haben wir genug Videos schon drüber gemacht. Genau. Jetzt fahren wir wieder ein Stückchen weiter. Genau.
Und Ossi, wie war's? Gut, wir haben es geschafft. Und es waren 37 Kilometer. Ist doch gar nicht mal übel, oder? Normalerweise ist die einfache Strecke 13 Kilometer, aber ja, sind wir ein bisschen ausschweifend gefahren. Nee, ich glaube 16 Kilometer haben wir angefangen. Aber ich bin einmal im Helle nachgefahren und das war der Umweg. Und ich bin einmal der Ossi nachgefahren und das war mal auch falsch. Nein, er schwindelt. Wir klären das jetzt dann unter uns. Ja, auf jeden Fall war es eine tolle Radtour, das müssen wir ganz klar sagen, oder? Ja, hat Spaß gemacht und so wie es aussieht, sind wir vor dem Wetter wieder zurück, denn dahinter ist es schon ziemlich dunkel. Ja, aber das macht alles wunderbar. Hat ganz toll Spaß gemacht. Der Enzradweg können wir euch nur empfehlen. Und wir stehen hier am Stellplatz in Mühlager. Der ist für fünf Fahrzeuge. Gestern war nur einer noch da gestanden. Ja, als wir ankamen. Und abends war es dann alles belegt. Aber jetzt ist wieder drei frei. Und Strom gibt's, aber sonst gibt's keine Versorgung. Und das, was doch am besten ist an einem Stellplatz, ist, wenn er... Ja, im Moment ist er kostenlos, aber ja. Ich könnte mir vorstellen, dass da ein mal, Automat wieder hinkommt. Ja, da war mein Automat mit 3 Euro, aber im Moment ist er zu, der Automat, und ist kostenlos. Also dafür haben wir eine schöne Radtour gemacht und das ist wunderbar. Ja, so, und jetzt gehen wir rein und duschen. Ja, und morgen geht's weiter. Sometimes life goes easy, sometimes life goes do-do-do-do. Do-do-do-do. Sometimes minds go crazy, sometimes minds go do-do-do-do. Do-do-do-do. Piggy, piggy back, won't you take me? Piggy back, won't you? Won't you piggyback, won't you take me piggyback, won't you piggyback, won't you take me piggyback, 'cause all I want is you, all I want is you, and how I hope it's true, how I hope it's true, when I'll be feeling blue, won't you piggyback, won't you piggy me back, won't you. Sometimes life goes crazy, sometimes life goes. Zwei Kilometer sind wir schon unterwegs und jetzt sind wir wieder da, wo wir vor einigen Kilometern waren. Weil wir mal wieder einen Einstieg finden für die Tour, die wir jetzt rausgesucht haben. Ach ja, ist es immer irgendwie ein bisschen kompliziert. Hat halt der Helle gemacht. Die Intuition der Ossi hätte uns bestimmt gerettet. Am Anfang hat es. Also wir sind jetzt auf jeden Fall in Birkenfeld bei Tenhaft. Und da haben wir morgen den Termin. Und um die Zeit jetzt einfach ein bisschen zu überbrücken. Und um Fitness aufzubauen. Das auch noch. Ein paar Kilos vom guten Essen abbauen. Ja, auf jeden Fall wollen wir jetzt eine kleine Wanderung machen. Und ja, dann sehen wir weiter. Es hat hier zwar immer mal wieder ganz schwarze Wolken. Also so eigentlich wie gestern. Gestern kam es übrigens nicht mehr zum Regnen bei uns. Und hier ist ab und an ein ziemlicher Wind, der die Wolke wegtreibt. Also wir hoffen, wir bleiben trocken. Wir bleiben ganz sicher trocken. Ich habe nämlich nachgeschaut. Google weiß das. Du schaust auch immer für die Wanderwege nach und trotzdem laufen wir Kilometer weit umsonst. Also, ja, und jetzt ziehe ich mir meine langen Beine aus, weil es ist schon ziemlich warm und dann geht es gleich weiter. Ja, ich glaube, wir haben so 27 Grad oder so. Ja. Also, Sonne brennt. Genau. Tell me, tell me, tell me something, but show me, show me, show me, show me something else. I don't get it. Piggy, piggy back, won't you take me? Back, won't you piggy piggy back? Won't you take me piggy back? Won't you piggy back? Won't you take me? Helle ist so stolz auf seine Wanderhose, dass er das jetzt demonstrieren muss, wie er das Hosebein kürzer macht. Naja, so ist er halt, gell? Tolle Leute haben halt tolle Sachen. So ein Schwätzer immer. Aber jetzt geht's weiter. Jawohl.
Lecker. 4,5 Kilometer unterwegs. Aber nicht geschafft. Noch nicht die Hälfte. Jetzt sind wir am Beginn der Tour. Ja, und ich gehe, glaube ich, auch 8 Kilometer. Ja, ja. Und jetzt geht es erst einmal in den Wald rein. Das war jetzt alles durch die Innenstadt. Und durch Sonne. Und durch Autos. Ja, und jetzt eben, ja, geht es durch den Wald mit Schatten und das ist, glaube ich, ganz okay so. Genau. Und dann machen wir eine kleine Pause, wenn wir im Wald sind. Ja, und die Tour heißt Schön Blick Tour. Wir sagen also, Tour, normal ist der Weg, aber wir sagen der Weg Tour. Ist jetzt der Schönblickweg und wir machen die Schönblick-Tour. Sagen wir doch mal so, ja. Ja. Also komm, marschiert mit. Genau. Ich glaube, wir sind hier im Urwald gelandet. Mal schauen, wie weit es noch geht. Ja, Komoot ist manchmal schon ein bisschen schwierig. Kleines Abenteuer im Walde. Ja, eigentlich Komoot ist sehr gut, aber manchmal kommt man auch ein bisschen auf Abwege. Wir sind neben der Strecke, aber weil uns Komoot falsch geführt hat. Naja, so kann man es auch sagen. Wir können nichts dafür. Nein, gell, Helle? Ussi so und so nicht. Nein, du machst Komoot. Auf der Karte hat der Weg ganz kurz ausgeschaut, aber wir haben das Gefühl, das hört gar nicht mehr auf. Aber da sind von Komoot schon mehrere in die Falle gelockt worden, denn wir sind nicht die Ersten, die hier laufen. Das sieht man, dass sich da schon Leute durchgestampft haben. Ja, ein Zurück gibt es auf jeden Fall nicht. Nee, da gehen wir jetzt durch. Also knapp 12,5 Kilometer und 3,5 Stunden später sitzen wir wieder an der Stelle, an der wir gestartet sind. Und wir können euch sagen, es war keine schöne Wanderung. Schön. Ja, jein. Also wir waren natürlich viel im Wald, das war sehr schön. Aber es war halt nicht so ruhig, wie man sich den Wald vorstellt. Eine permanente Geräuschkulisse, weil so viel Verkehr da außenrum ist um den Wald. Also ich will nicht sagen, dass man in Birkenfeld keine schönen Wanderungen findet. Im Gegenteil, es ist eine wunderschöne Gegend. Und es gibt sicherlich Strecken, die man wunderschön wandern kann und ruhig wandern kann. Wir haben sie nicht gefunden. Nein. Wir sind die meiste Zeit oberhalb von dieser, was sie waren, das Landstraße oder also ja. Auf jeden Fall einer sehr viel befahrenen Straße. Ziemlich oberhalb im Wald, aber der Verkehr war sehr, sehr laut. Abartig für das, dass das eigentlich eine ländliche Gegend ist. Mhm. Ist ein abartiger Verkehr hier. Okay, wir gehen jetzt noch 10 Minuten ungefähr oder 5 Minuten zurück zu dem Parkplatz von Den Haft. Und da haben wir jetzt noch ein bisschen Ruhe. Und morgen berichten wir dann noch, was uns bei Den Haft widerfahren ist und fassen auch die ganzen Termine, die wir vorhaben, bis einschließlich Hamburg und Wattwanderung nochmals zusammen. Und was dann danach auf uns zukommt, das lassen wir einfach dann so mal im Raum stehen. Das werden wir dann noch sehen, was dann kommt. Ja. Also, jetzt gehen wir erstmal zum Gustl, essen ein wenig was, lenken unsere Wunden. Und unseren Gehörgang reinigen, damit wir wieder ein bisschen Ruhe haben. Und ja, es war verdammt laut die ganze Zeit, also permanente Geräuschkulisse. Und morgen berichten wir von Den Haft und dann noch eine Zusammenfassung, das war's dann von dem Video. Ja genau, und geregnet hat es übrigens nicht. Ja, logisch, habe ich ja gesagt. Won't you piggy me back, won't you?
Also, die Aktion Ten Haft ist erfolgreich abgeschlossen. Genau, und was heißt erfolgreich? Naja, das Beste... War das bei 641 Euro? Nein. Das ist nicht das Beste. Das Beste an dem ganzen Besuch hier, das waren die Frühstücksbrötler, die wir heute Morgen bekommen haben. Die Ursi freut sich über kleine Sachen. Also ich bin froh, dass wir unsere Anlage jetzt komplett überholt haben. Ob es notwendig gewesen wäre, ich weiß es nicht, man kann es nicht beurteilen. Auf jeden Fall haben wir 641 Euro zahlt und es hat geheißen, wir haben fast alle wesentlichen Teile neu. Naja, nach 7 Jahren Verschleißteil. Ja, okay, wir haben es jetzt bezahlt, das ist okay. Und was ich ein wenig komisch finde, manchmal, also die Wartezeit war schon ein bisschen arg lang, da bin ich angerufen worden vom Mitarbeiter, statt dass er mit mir gesprochen hat. Ein bisschen komisch ist das schon bei den Haft manchmal. Aber die Frühstücksbrötchen, das ist schon ein toller Service. Die waren lecker. Ja, und der Stellplatz ist auch in Ordnung. Deswegen, weil wir bis jetzt von den 641 irgendwas holen, habe ich wieder Strom angeschlossen. Ja, da ist also alles gratis hier, bis auf die Reparaturen, die kosten dafür ganz schön. Ja. So, und was wollte ich noch sagen? Ja, dann, als wir das letzte Mal hier waren, da habe ich mich ja sehr gewundert, weil da eigentlich der eine Mitarbeiter das und der andere wieder was anderes gesagt hat. Und da hat es geheißen, weil immer, wenn wir den hinteren Fernseher ausgeschaltet haben, dann ist die Antenne eingefahren. Und der Mitarbeiter hat gesagt, das hat Hümer falsch angeschlossen, deswegen kann er nichts ändern. Also Hümer bei der von Werkstatt. Nicht von der Werkstatt, sondern vom Einbau. Oh, okay. Und er kann das nicht ändern. Und jetzt gerade habe ich den Nummer drauf angesprochen, den Mitarbeiter, und gesagt, ja, das kann man an der App ganz leicht einstellen. Also entweder hat sich die App so verbessert oder das war damals nicht das best ausgebildete Personal. Also um nochmals für das Verständnis, wenn ich hinter meinen Krimi angeschaut habe und der Helle vorne dran Fußball und ich habe hinter den Krimi wieder ausgeschaltet, ist die Satzschüssel eingefahren und somit hatte er eine kleine Pause beim Fußballgucken. Genau. Und das meistens ist da dann immer gerade das Tor gefallen. Ja, Tore fallen generell nur, wenn ich aufs Klo gehe oder wenn die Antenne einfährt, ja. Das dürfte ja jetzt in Zukunft nicht mehr passieren. Ja, genau. Auf die Toilette gehe ich trotzdem, aber die Antenne, fährt nicht mehr ein. So, das war's. Wir verbringen jetzt da noch eine Nacht. Wenn wir schon mal umsonst wo stehen dürfen, dann machen wir jetzt auch einen Hunger. Jetzt hat die Ursi Hunger. Ja, ja, es ist ja auch schon mittags schon fast 4. Also es hat schon eine Weile gedauert jetzt. Aber jetzt gibt's was zu essen und... Ja. Und wir verabschieden uns von dem Video. Jetzt führen wir noch mal ganz kurz unsere Termine auf, damit ihr das alles noch mal notieren könnt. Nächster Termin, 10.8. in Neuried. Wir würden uns freuen, wenn wir euch, den einen oder anderen von euch da begrüßen könnte. Genau. Weil sonst muss ich so viel Bockwurst essen, wenn ich da allein rumstehe. Das hast du schon mal gesagt. Und dann werde ich wieder dick. Das hast du auch schon mal gesagt. Und sag jetzt nichts mehr, oder? Nein. Tschüss. 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 Won't you piggy me back, won't you?